Hallo und willkommen zurück zu Power Rangers, the movie, featuring Ivan Ooze. Und heute geht es weiter mit dem vierten Level und wir wollen uns heute mal ein bisschen Richtung Boss bewegen und schauen, ob wir den finden und klein kriegen. So, die Wagen hier, die können wir wunderbar wegschieben. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Eigentlich bräuchte ich ein bisschen Lebensenergie. Ah, verdammt, das war ein verdammter Mist. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung springen. Ich gehe mal runter lieber. So, noch ein Strich, das ist echt beschissen. Zumal die hier echt unangenehm sind. Die schießen nämlich irgendwelche Granaten oder was in der Richtung. Also aufpassen, da ist dieses Elektro-Ding. Und da ist der. Alter, so schnell konnte ich mich gar nicht ducken. Junge, Junge, Junge. Du kleiner Pisser, du hast mein Leben geklaut. Arschloch, so, weg mit dir. Ich glaube, da unten ist noch ein Hamburger drin. Ich gehe jetzt mal von hinten an den Typ ran. Zack. Ach, ich komme nicht mehr zurück. Verdammt. Das war jetzt dämlich. Na egal, ich habe volle Power. So, das hätten wir auch. Wunderbar. Übers Feuer drüber. Schön. Jetzt sieht's so. Oh. Gut. Wow, ich wurde nicht getroffen. Ein Wunder. Komm her, du Arsch. Dich schieße ich zurück. Wow, ich wurde getroffen. Na egal. Vielleicht gibt's hier ein Item. Ja, ein Hamburger. Nice. Hamburger sind quasi so ein bisschen die Mahlzeit, um wieder Energie zu tanken. Es gibt auch noch so ein Sandwich, glaube ich, was volle Power macht. Komplett oder drei Striche, ach, keine Ahnung. Ist lange her, also macht glaube ich wieder komplett voll. Alter, so schnell kann noch keiner reagieren, was ist denn mit dir? Das Spiel ist viel zu schwer! Das war übrigens damals echt so ein Spiel, wo ich gedacht habe, das war schon nicht leicht. Heutzutage würde ich schon sagen, dass es nicht besonders schwer ist. Wenn man das ein kleines bisschen übt, ab und zu mal spielt, dann gibt es da eigentlich kein Problem. So, schön einsammeln, drüber springen, nice. Immer schön die Energie mitnehmen, denn gerade wenn es dann gegen den Boss geht, ist man immer froh, wenn man mal seine Spezialwaffe benutzen kann. Denn damit macht man einfach mehr Schaden. Ich weiß gar nicht mehr, was hat denn der Blaue für eine Waffe gehabt? Der Rote hatte das Schwert, der Schwarze die Axt, der Weiße, die hatte auch so ein Schwert. Die hatte den Bogen, der andere hatte diese Dolche. Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist ein cooler Gegner. Das ist, glaube ich, sogar mein Lieblingsgegner hier in dem Spiel. Magnet Brain. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, jetzt schießt er wieder seine Wirbel. Ich geh mal hoch. Tun wir mal die Energie. Ah, der hat den Speer, den Dreizack. Cool. Autsch. Du Arsch. Du Arsch. Ich muss echt noch ein bisschen gechillt spielen. Oh, falsche Richtung. Was mache ich denn? Verdammt. Scheißdreck. Ich spiel so scheiße. Komm jetzt gefährlich sehr, du Arsch. Ich will dich töten. Oh Mann, ja, das Leben verlieren wir hundertprozentig noch. Ich habe den Boss auch schon platt gemacht, ohne hier einen Schaden zu bekommen. Also. Wow, eine schöne Welle, Wasser und so. Wow, das war sehr knapp. Nein, die Energie brauche ich jetzt auch nicht mehr. Diese Blitzenergie. Ah, jetzt will er mich ranziehen. Genau, der rote Wirbel bleibt bei ihm und der blaue kommt zu mir. Hallo, wo bist du? Ach, komm schon, nerv ich noch nicht mit deinem Rotz. Wirbel. Sehr schön ausgewichen. Das sieht doch gut aus, wunderbar. Ah, nee, da kam ich nicht mehr weg. Okay, das war ein bisschen dämlich. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt nicht noch ein Leben verliere hier, aber... Naja, ganz so leicht ist es halt nicht. Jetzt werden wir es aber schaffen, ohne noch eins zu verlieren. Da mach ich mir keine Sorgen. Hui! Und Wirbel, na komm schon. Magnet Brain, der ist einfach nur cool. Man kann mit diesem Back-Salto, sag ich mal, mit diesem Flickflack, wunderbar den meisten Attacken entgehen. Komm her, noch ein Schlag. Komm schon, Kollege. Du weißt genau, wenn du jetzt runterkommst, hast du verloren. Das war's. Yeah, Sieg gewonnen. Du Arsch, wieder zu früh, verdammt. Manu, ich bin so traurig, dass ich das nicht mehr kann. Ach, aber das Spiel ist schön. Ja, also wie gesagt, ich werde das jetzt doch nicht so professionell bestreiten, das Spiel, wie ich mir eigentlich gedacht und erhofft hatte. Aber, naja, dann sterben wir halt ab und zu mal, so wie es früher halt auch war. Und schauen mal. Ich glaube, bei 100.000 gibt es wieder ein Leben oder so. So, wen hatten wir noch nicht? Rocky. Wir nehmen jetzt mal Rocky oder nehmen wir Aisha. Ja, die ist sogar so ein, na egal, so ein kleines bisschen dunkelhäutig ist sie ja. Wir nehmen jetzt Aisha. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, denn mit der kann ich glaube nicht so gut kämpfen. Weil die hat so eine komische... Ei! Da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Die hat einen komischen Kampfstil, oder? Naja, egal. So, das Level ist auch sehr, sehr schwer. Also das bin ich mir ganz... Oh, wie schnell die zutritt. Nice. Achso, ich kann das da hinten? Nee, okay. Ich dachte schon.
So, die Teile hier sind ein bisschen heftig. Die halten wirklich viel aus. Wow, alter Lachs, ey. Ich habe ein Leben bekommen. Woo! Du Arsch da oben, hör auf damit. Hey, der lebt noch. Gucken. Sehr schön. Drei Schläge. Du bist doch krank. Kommt, noch ein Schritt. Jawohl, sehr schön. Puh. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich diesen Spezialangriff zeigen möchte, denn die Power zum Verwandeln ist mir hier eigentlich fast lieber. Ah, verdammt. Man sieht es aber auch ganz schlecht hier. Ei, er hat geschossen. Junge, Junge, ich gehe wieder runter. Nee, ich gehe wieder hoch. Hui, wie ich springe, das sieht so scheiße aus. Ach, komm schon, lass dich nicht treffen, Rikus. Lass dich doch nicht von jedem Mist treffen. Wir kämpfen dann hier auch gleich gegen den Ninja auf den Kampf. Freue ich mich schon ein bisschen. Bam, 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 bam. Juhu. Alter, ach, ich dachte, ich kann drunter durchlaufen, aber es hat nicht geklappt. So, sehr schön. Übrigens, die Teile machen einen nichts, außer wenn sie blitzen. Ja, ich wusste, dass du in die Richtung schießt. So. Alter, du Penner. Ich mach dich alle. Ich werde wieder ein Leben verlieren. Das ist doch scheiße. Ich bin viel zu schlecht geworden in dem Spiel. Hm, das war's. Ja, da war nichts mehr mit ausweichen. Das Problem ist, diesen Flickflack, den ich vorhin gemacht habe ein paar Mal, den kann man nur, wenn man verwandelt ist. Wieso macht mir das denn hier so mega Schwierigkeiten, das Level? Das hätte ich nicht gedacht. Also es ist zwar wirklich nicht leicht, aber es ist jetzt auch nicht so übelst schwer, dass ich da von jedem Scheiß getroffen werden muss. Weil ich hier durchrennen will. Deswegen, ich möchte das schnell durchzocken hier, die Level. Und da bin ich ein bisschen ungeduldig. Aber... Och, Jungs, ihr seid aber echt nervig hier. Die Raketen von unten machen es auch nicht gerade leicht, hier oben gegen den zu kämpfen. Uiuiui. So, jetzt kommt so eine Art Panzer, so eine Art, ne? Gefährt sieht man schon an den Spuren am Boden. Ich kann mit ihr so schlecht spielen, nur. Die ist so stark sich irgendwie. Komm schon. Wow, ich bin einige Male draufgehauen. Ich geh mal hoch lieber. Meine Güte, willst du nicht langsam mal draufgehen? Du böses Auto, du. Habt ihr schon mal mit euren Händen gegen so ein Auto geschlagen? Ich glaube nicht, dass es wirklich angenehm ist. Alter, schon wieder getroffen worden. Ich werde gleich wieder ein Leben verlieren. Jetzt haben wir es. Okay, wow. Noch ein Strich Energie. Ich könnte jetzt mal echt einen kleinen Happen Essen gebrauchen. Das wäre nett. Gib mir bitte was. Oh nein, das sind wieder diese Schießdinger. Das macht es nicht gerade leichter hier in so einem Kampf. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt muss ich mich ganz schön konzentrieren hier. Oh, Alter, zwei von denen mit dem Schwert. Und das war's. Ja, das war's. Wow, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich hab's noch versucht, aber da war nichts mehr zu machen. Jetzt kommt natürlich ein Essen. Wenn es jetzt so ein Sandwich ist, raste ich aus. Ich raste aus. Das war quasi wie ein Leben jetzt. Das ist der coole Ninja. Gegen den habe ich mich schon gefreut zu kämpfen. Jetzt muss ich aber echt das Level noch schaffen, ohne hier noch ein Leben zu verlieren. Das wäre echt ein bisschen ärgerlich sonst. Bäm, Arschbombe. Nice. Ich wollte es mal ausprobieren. Nein. Oi, oi, oi. Im letzten Moment noch gesehen. Du Arschgesicht. So, jetzt habe ich ihn aber schön von oben auf den Kopf. Wie Bud Spencer. Bam. Soweit ist es natürlich auch leichter, das Spiel. Man nimmt sich zwar gegenseitig die Credits weg, aber im Prinzip ist es trotzdem einfacher. Man soll natürlich nicht auf diese Elektroböden kommen, sag ich mal. Ja, da ist ein bisschen Party Hard dann. Ja, ne, man nimmt sich natürlich ein bisschen die Energie weg. Das Gute ist allerdings, wenn man geschickt sammelt und immer zusammen macht. Wow. Uiuiui. Jetzt muss ich kurz warten hier. Ja, ne, und man immer nur einen sammeln lässt. Ich bin so dumm. Ich war gerade im Gedanken. Dann werden beide verwandelt, wenn die Power halt ausreicht zur Verwandlung, ne? Verwandelung! Hui! Ich weiß gerade gar nicht mehr, was hier für ein Boss kommt am Ende. Ach, diese bösen Wissenschaftler hier mit ihrem Elektrozeug. Sie wollen mich schocken. Aber ihr könnt mich nicht schocken. So, na, was denn jetzt hier? Jo. Ach, fick dich doch. Ich werde nicht klar. Ich spiele so schlecht. Ich muss jetzt echt langsam mal genug Power zusammenbekommen, sonst darf ich das ja nochmal von vorne beginnen.
Wie kann man sich denn von allem treffen lassen? Mann! Kann ich mich da ducken? Alter. Ich komme auch gerade nicht wirklich ran, ne? Weil eigentlich müsste ich an der Stelle schon verwandelt sein, um hier sinnvoll kämpfen zu können, sage ich mal. Aber das hat noch nicht geklappt bis jetzt. Schieß einfach, Mann! Und das war's. Alter, das ist doch assi, wie soll ich noch ankommen? Oh Mann. Gut, das heißt, wir dürfen das Level nochmal spielen. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich hier Game Over gehe mehrmals, ne? Das ist krass. Vielleicht sollte ich auch nicht unbedingt mit der Aisha spielen. Na, ich mach das jetzt trotzdem. Ich soll bitte mich echt nicht so anstellen hier. So, jetzt versuche ich mich mal ein bisschen zu konzentrieren. Ich werde unten lang gehen, denn es ist der leichtere Weg. Und versuche kein Leben zu verlieren wieder. So, ich glaube, man bekommt keine Credits dazu. Also wenn die leer sind, sind die leer. Und das ist dann auf jeden Fall schlecht, denn dann wäre das vorbei quasi, das Spiel. Und das will ich nicht nochmal von vorn alles beginnen, um irgendwie voranzukommen. Naja. Wo kommt denn das Ding noch her, ey? So, komm her. Das finde ich allerdings cool, ihre Down-Attacke hier. Die hat eine ziemlich große Reichweite und ist schnell. Ach, ich bin zu langsam. Sehr schön. So, weg mit dir. Einfach weiter rennen. So, schön. So, erst die Bombe werfen lassen und dann hingehen. Zack. So sieht das doch gut aus. Ach, du warst ein Stück zu langsam. Ich dachte, du schaffst es noch gemütlich, bevor der wirft. Hui. So, sehr schön. So, wenn ich jetzt hochgehe, wird das Ding direkt schießen. Wow, ich konnte es noch verhindern, getroffen zu werden. Du Penner, du gehst mich wieder auf die Nerven. Bäm, ins Gesicht, Junge. So. Ich gehe mal wieder runter. Sehr schön, das macht guten Schaden, wie es aussieht. So von der Geschwindigkeit her. Ja, erst warten, bis rauskommt, dann dahinter springen, ne? Uiuiui. So. Schauen wir mal. Jetzt liegt gerade mein Handy, das ist erstmal völlig uninteressant. Boah, dieses Spiel, ne? Ich bin echt geschafft gerade. Alter, ich hab mich doch geduckt. Ach, falsche. Ach, das war dämlich. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Junge, ich bin so dumm. Das war gerade unnötiger Schaden. Jetzt muss ich echt versuchen, hier noch irgendwie durchzukommen, ohne wieder ein Leben zu verlieren. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Immer nur ein Schlag, Rikos. Immer nur ein Schlag. Und wenn er schießt, gleich die Seite wechseln. Ah, oh, da hat er mich verarscht. Da hat er mich verarscht, aber richtig. Nach hinten fahren und dann plötzlich nach vorn. Er macht die ganze Zeit immer nur nach hinten und jetzt plötzlich nach vorn wieder. Junge. Du bist ein richtiges Scheißding. Ja, genau, das meine ich. Ist aber auch so ein Gegner, der ein bisschen ätzend ist, ne? Weil es auch nicht wirklich ein Gegner ist, sondern eine Maschine, Junge! Wow, das war schnell. Okay, hätten wir. Sehr gut. Jetzt kommen wieder die zwei Schwert-Hainis und die noch schaffen, ist ja wichtig. Ach ne, die sind noch gar nicht hier. Der andere kommt zumindest nicht runter, das ist schon mal nett. Uiuiui. Ui, ui. Ich bin hier wirklich in einer Anspannung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach, hat er auch noch zugeschlagen, der Penner. Drei Schläge brauchen die, wie es aussieht. Und da ist mein Sandwich. Wuhu. So, Ninja, komm mal her. Boom. Du bist nicht Naruto. Ja, der ist nicht schwer im Prinzip. Man muss nur schnell genug sein, um draufzuschlagen, bevor er angreifen kann. Dann passiert einem auch nichts gegen ihn. Und das war's. Was? Wie weit läuft der denn noch? Oh, Junge. Ich kam nicht mehr weg. Sehr schön. Das war eine richtige Kombo hier. So, jetzt sind wir schon kurz vor der Verwandlung. Das sieht ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt noch schaffen, bevor wir wieder ein Leben verlieren. Ist ja echt ein schweres Level, ne? Hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Huiuiui. Ich werde es auch versuchen, mir so möglichst viel, Energie noch mitzunehmen, falls es irgendwie sich beeinflussen lässt. So, alles easy.
Ah, die da oben hätte ich zum Beispiel mitnehmen können. Das war jetzt ein bisschen dämlich. So, sehr schön. Komm her, du Monsterpatrouille, du. Hui. Hui. Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen Geduld haben. Oh, das ist hier oben lang. Ach nee, ich wollte die Energie mitnehmen. Geduld. Geduld. Patience. So, sehr schön. Den da oben werde ich auch noch mitnehmen, denn da könnte ich mich, glaube ich, schon verwandeln und da wäre meine Energie wieder voll. Das würde mir gefallen. So. So, habe ich jetzt extra so gemacht. Ich wollte hier die Schläger noch reinhauen, bevor ich mich verwandle. So. Ich muss aber sagen, der sieht schon cool aus, der gelbe Ranger. Oder die gelbe Rangerin, keine Ahnung. Klingt ein bisschen doof, ne? Ach Gott, das ist aber gar nicht mal so leicht, glaube ich. Ah, dumm. Alter, wie soll man das machen? Okay. Zweimal getroffen worden, richtig stark. Den auch schnell ausschalten, sonst wird's unangenehm. Ups. Ich sag's schon, ne? Also das ist, sind keine leichten Gegner. Von den Stampfern sollte man sich möglich auch nicht zusammendrücken lassen. Das könnte ein wenig unangenehm werden. Aber ich weiß es nicht. Ich hab's noch nicht probiert. Bin ich da schon mal drunter geraten? Keine Ahnung. Eigentlich würde ich gerne noch den Boss hier irgendwie zu Gesicht bekommen. Bevor ich jetzt hier mit dem Partner wieder aufhören muss. Wir sind jetzt im dritten Part, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind bei Level 4? Das ist Level 4, ne? Oder Level 5? Ich hab den Überblick verloren, Leute. Ohne Scheiß. Ich weiß übrigens wieder, was der Boss ist. Ah, der ist auch geil. Der ist auch richtig cool. Ganz kurz überlegen, was habe ich denn? Das erste Level ist das, dann kam der Flug, also erst kam dieses Gebäude, das Einkaufszentrum, dann der Flughafen. Was kam danach? Der Zug, ne? Ja, und jetzt kam das hier, also müsste das Level 4 sein, aber ich kann mich auch irren. Aber ich kriege aber auch wirklich viel zu viel Schaden hier die ganze Zeit, das ist unangenehm. Ist hier ein Leben? Ja, nice. Ich glaube, man müsste auch tatsächlich hier hochkommen können, ohne getroffen zu werden. Ja, hat geklappt. Oh, du Penner. Dich habe ich überhaupt nicht gesehen. Ach, scheiße, Mann. Sehr gut. Ah, die Laser. Alles klar. Jetzt lassen wir den Gegner erstmal rankommen hier, würde ich sagen. Und dann gehen wir durch. Ich werde gleich mein nächstes Leben verlieren. Ich sehe es schon kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das wirklich noch vermeiden kann. Ich habe nur noch einen Strich. Das ist ein bisschen knapp. Irgendwo wird man mal getroffen. Es gibt halt immer mal so eine Stelle, die ein bisschen unangenehm ist. Also jetzt auf jeden Fall diese Teile erstmal ausschalten. Diesen Kran. Also diesen, ne, diesen Laser da. Ich treffe ihn nicht. Ist doch nicht der Ernst, ey. Komm schon. Drei Stück. Scheiße, Alter. Nein. Junge, ey. Jetzt wird es aber langsam echt ein bisschen tricky hier. Jawohl, ich hab sie alle. Sehr gut. Gottchen, ich springe rum wie ein panisches kleines Mädchen. Hilfe! Oh, Anspannung pur. Alles knistert. Die Luft knistert, ihr wisst, was ich meine. Oh, auf einmal gehen die Bödenrichtungen in die andere Richtung. Ne? Das ist ein bisschen, also die Boden, ne? Laufbänder, meine Fresse. Ich habe heute echt Wortfindungsstörungen. Mal wieder. Ihr sterbt alle, ihr Sackgesichter. Kommt jetzt schon der Boss? Könnte sein im Prinzip. Ja, jetzt kommt der Boss. Oh yeah. Das könnte ich sogar noch schaffen ohne meinen... Ach, ich weiß wieder wirklich, wer der Boss ist. Scheiße, ich habe Angst. So, wisst ihr was? Ich werde mich jetzt nochmal hier nach links begeben. Und werde jetzt an dieser Stelle hier die Folge beenden, denn es wird mir sonst alles ein bisschen knapp. In der nächsten Folge werden wir dann hier noch diese Zinnen erklimmen, diesen Turm. Der Boss, den wir hier finden, der ist richtig heftig und wow, da freue ich mich schon drauf. Aber naja, okay, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.